und herzlich willkommen bei einem neuen Video. In diesem Video möchte ich gerne das System Umbrel vorstellen. Umbrel ist ein Betriebssystem, was so ähnlich wie, wie Casa OS ist. Es ist ein Betriebssystem, wo Docker-Images gemanagt werden. Es ist, scheint nicht schlecht auszusehen, habe ich erst entdeckt. Hat sehr viele Möglichkeiten, auch ein App Store für sich selber natürlich, klar. Es ist Open Source, kostenlos. Man kann natürlich auch sehen, dass Umbrel auch so ein eigenes Gerät an sich mitverkauft. Also so ein Mini-PC, wie es ausschaut, verkaufen die auch. Kann man auch kaufen, wenn man möchte. Allerdings kostet es natürlich ein bisschen was. Mal gucken, was es kostet. Stripe Check, 449 Euro dafür. Könnte man günstiger herkriegen. Man könnte einen Mini-PC nehmen, das würde auch ausreichen. Das System ist mir aufgefallen, dass es ein bisschen ausschaut wie Mac OS System. Es ist so wie ähnlich wie Mac OS. Allerdings ist es browserbasiert, also es geht alles über den Webbrowser. Also es ist nicht so, dass ich das installiere und wie Windows oder Mac OS hochfahre, sondern tatsächlich müsste ich das über den Browser aufrufen. Die Apps sind sehr viel und die Möglichkeiten sind auch sehr viel, wie man sieht. Man kann es auf Raspberry Pi, auf dem Vierer, könnte man installieren. Man kann es aber auch auf Ubuntu oder Debian installieren. Also wenn jetzt mal so einen alten Rechner hat und ihr möchtest da so, so ein kleines Homelab drauf machen, dann ist es natürlich interessant. Man sieht hier, CPU, Dual-Core hat mittlerweile eigentlich jedes System 2 GB RAM, 1 GB freien Speicher, Debian oder Ubuntu. Ja, wir werden es mal testen, da schauen wir uns natürlich an. Ich habe hier den App Store von Umbrel aufgemacht. Man sieht, hier sind eine ganze Menge Apps, also die er schon mit sich bringt. Das Schöne an dem System hier ist auch Portainer. Also heißt, ich könnte hier Portainer installieren und könnte natürlich auch weitere Docker-Images hinzufügen in das System. Also weiter erweitern sozusagen. Ist natürlich auch toll. Ich habe mich ein bisschen erkundigt darüber, über Umbrel. Umbrel wird viel als Bitcoin-Node verwendet. Man kann damit eine Node erstellen. Also sozusagen kann man damit Geld verdienen oder Bitcoins verdienen. Wüsste ich jetzt nicht, wie das funktioniert. Habe ich noch nicht getestet. Habt auch damit noch nie was am Hut gehabt mit Bitcoin und Co. Aber es ist machbar, habe ich mitbekommen. Es gibt dazu eine Community, die ist von Umbrel selber. Und da diskutieren eine ganze Menge Leute auch darüber, was man machen könnte. Da gibt es auch sogenannte Guides. Was ich hier vermisse, ist natürlich die deutsche Sprache. Also ich sehe hier nirgendwo eine Übersetzung, geschweige denn etwas in Deutsch. Ob das System dann natürlich auch in Deutsch ist, das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich noch nicht getestet. Könnte aber sein, dass es noch nicht so weit ist. Also Umbrel ist relativ neu. Es ist jetzt nicht so wirklich seit Jahren auf dem Markt, sondern schon ziemlich neu, sage ich jetzt mal so. Gut, wir werden es mal installieren und schauen uns das System mal genauer an. Und zwar, wie machen wir das? Wir werden es über Ubuntu ganz normal installieren. Ich mache hier einfach mal einen Container. Dann geht es natürlich schneller. Umbrel, hier habe ich ein Passwort. So, da la, Template, nehme ich mein Ubuntu, Desk, ne, lokal, machen wir mal 30 draus, CPU, gebe ich 4 Kerne, Speicher, machen wir 4 GB, das sollte reichen, Netzwerk, DHCP, DHCP, DNS, das mal so, vorwärts, abschließen. Gut, wir werden jetzt einfach mal das installieren und dann schauen wir uns das System mal genauer an, wie das an sich so ist oder was es mit sich bringt. Wo habe ich dich? Da. So, Konsole starten. Okay. Ja. Dann tun wir uns mal einloggen. So, erstmal hier Update 10. Jawohl. Jetzt muss man mal gucken, wo war der Link? Wo war der? Da. Ist ja eigentlich nur eine Zeile. Curl. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Curl installiert habe. Würde mir gleich sagen. Ich
Glaub nicht. Nein, habe ich nicht. Okay. Das liegt daran, dass ich den Container quasi aus einem fertiges Template von Ubuntu nehme. Daher ist Curl noch nicht installiert. Ist aber kein Problem. Ubuntu ist so schön gemacht, dass man das sehr schnell und sehr leicht installieren kann. So, dann tun wir das mal beziehen. Ja, waiting 10 seconds. Ja, dann warten wir mal 10 Sekunden. Also, so viel ich jetzt daraus verstanden habe, bezieht der eigentlich alles runter, was er braucht. Also der Downloadet jetzt hier alles und wird dementsprechend das Ganze installieren. Das heißt, wir müssen im Hintergrund da jetzt nichts extra installieren. Also wir müssen kein Docker, kein Docker Compose oder auch was anderes installieren. Müssen wir nicht. Ich habe jetzt hier Curl installiert, weil Curl ist ja dafür da, dass ich das hier beziehen und downloaden oder installieren kann. Und wie gesagt, ich habe bei diesem Template hier kein Curl mit bei. Deswegen muss ich das natürlich immer installieren. Außer man hat natürlich ein vollwertiges Ubuntu Server System. Da ist Curl schon mit bei. Als nächstes müsste ich dann natürlich mal gucken, dass ich meine IP-Adresse da rauskriege. Aber gut, man sieht ja hier, Docker hat er auch gerade bezogen. Und was er noch alles so runterzieht, das ist natürlich auch, ja, eine Menge, wie es ausschaut. Okay, kein Problem. Wir haben Platz. Was haben wir hier dabei? Schauen wir uns das mal an. Troubleshooting. Was haben die da reingeschrieben? Ja, Probleme, was sie haben anscheinend. Aber man sieht es hier auch. Es geht hier wirklich, das ist ein großes Thema, Bitcoin und Lightning. Also das heißt, die machen tatsächlich damit sehr viel mit Bitcoins. Oder machen daraus eine Node. Okay. Wüsste ich jetzt nicht, wie das genauso funktionieren soll. Wir können es uns ja mal anschauen. Main Network Starting Umbrella. Ja. Also er macht eigentlich so ziemlich alles voll automatisiert, so wie es ausschaut. Das ist interessant. Ja, muss ich nichts machen. Ist gut. Schauen wir uns das hier nochmal an. How to connect Bitcoin Pay. Okay. BAMFE. Node. Lightning Node. Ich glaube, diese Lightning Node sollte das irgendwie darstellen, dass es hier ja, mit Bitcoin zu tun hat. General Discussion. How long did it take your umbrella to sink Bitcoin Core? Okay, aha. Tatsächlich, tatsächlich. Okay, ja, also da geht es tatsächlich darum, dass Umbrella viel mit Bitcoin-Systemen verwendet wird. Und quasi, ja. Aber anscheinend ist es Bitcoin, also quasi das ganze System runterzuladen. Blockchain-Größe, aha, ein riesengroßes Ding. Klar, denke ich mir. Interessant zu wissen wäre, wie viel man damit verdienen könnte. Ne? Also wenn man nebenbei noch seinen Server zu Hause laufen hat und ja, und wenn es da ein paar Euro im Monat gibt, natürlich, wieso nicht, kann man machen. Wie gesagt, kenne ich mich nicht aus, also von dem her. So, schauen wir uns das System mal an. Das haben wir hier. 142 mit dem Ende ist installiert. 142. Okay. Schaut schön aus. Schaut schön aus. Ah, ja. Passwort. Okay. Dann geben wir das Passwort noch einmal ein. Create Account. Aha. Mit Konfetti. Auch nicht schlecht. Wow, das System ist installiert. Okay. Schaut nicht schlecht aus. Schaut nicht schlecht aus. Sieht tatsächlich so aus wie ein macOS-System. Ne? Also, hier sind Settings. Storage. RAM. Name, Passwort, Remote Access, Umbrella-Version. Check für Update. Ja, ist aktuell. Troubleshooting. Restart, Shutdown. So, was haben wir hier? Light Mode? Ah, Dark Mode. Okay. Auch noch hinter. Haben wir hier? App Store. Direkt mit dem App Store. Nextcloud, Home Assistant, Mempool. Was gibt es da noch? All Apps. File Protected. Also, Auswahl ist groß. Ne? Also, von Nextcloud angefangen bis was weiß ich was alles. Thinking ist auch mit bei.
Agora, sell your files for Bitcoin. Okay. Und welche Files soll ich da verkaufen für Bitcoin? Also es sieht aus, tatsächlich, dass Bitcoin hier eine ganz große Rolle spielt in diesem Umbrella. Bitcoin Note könnte man installieren, um Bitcoin Note zu machen. Aber dafür braucht man viel Speicherplatz, wie es ausschaut. Da braucht man viel Speicherplatz. Das müsste man mal testen. Wüsste jetzt aber nicht wie. Boostgrams. Ja, interessant. Also kann ich nur empfehlen, einfach mal installieren, mal schauen, mal experimentieren, mal gucken, was da rauskommt. Finance, Firefly, Medien, Networking, Pihole gibt es auch. Interessant. Google Search, sagt mir gar nichts. Aha. Ja gut, also vom Prinzip her, na, die Heimautomatisierung ist auch mit dabei. ESP Home ist auch dabei. Home ist Homebridge, ja, die wichtigen Dinge. Node-RED, Bitcoin. Also Node-RED kenne ich ja, aber Bitcoin Node-RED, das kenne ich nicht. Das ist auch was Neues. AI, Development Tools, Portainer, klar, Code-Server. Ein Code-Server ist auch mit bei. Git-T. Prinzipiell, ja, nicht schlechtes System. Hier oben ist irgendetwas, Wallpaper, oh, kann man ändern. Oh, nicht schlecht, kann man machen. Mal. In Wald. Oh. So, und installieren ist eigentlich einfach, so wie es ausschaut. Das heißt, ich müsste einfach nur, der könnte Lightning, das, nee, das will ich gar nicht. Ich kann mal testen. Schauen wir uns mal irgendwas an, was interessant wäre. Vielleicht. Homebox. Ich habe gar nichts. Installieren wir mal. Einfach draufklicken. Okay, ist installiert. Schauen wir mal. Ah, da macht die Portweiterleitung. Register. What's your name? E-Mail. Machen wir mal da so. Okay. Aha. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber naja gut, vom Prinzip her installieren ist einfach. Man sieht ja auch, hier hat man die ganze ja, Manage-Apps, kann man hin und her tun, wie das schaut. Rechtsklick gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Homebox. Öffnet dann direkt. Naja, das. So wie der Desktop ausschaut, schaut nicht schlecht aus. Gut, ja, ich werde da ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe es jetzt nur gefunden, wollte euch nochmal teilen und wollte mal zeigen, wie so ein System ausschaut. Schaut nicht schlecht aus. Kann man, ja, kann man nehmen, kann man probieren. Müsste man probieren. Gut, das war es eigentlich auch schon. Ich wollte es euch nur zeigen, dass ich sowas gefunden habe und das auch interessant ist. Ich werde da mal ein bisschen testen, mal sehen, was man damit machen kann, alles. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Spitzt damit rum, experimentiert damit, schaut nicht schlecht aus. Allerdings, wie gesagt, ich habe jetzt hier nirgendwo eine deutsche Übersetzung gefunden, ist noch auf Englisch. Ja, ist ja noch neu. Gut, ja, danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit Umbrella.